Hi, hier ist Affinity Jack und heute zeige ich euch, wie man ein altes Schwarz-Weiß-Bild koloriert. Zunächst einmal müssen wir sicher gehen, dass das Bild wirklich in Schwarz-Weiß ist, also keine Farben drin sind. Auf Anhieb könnte man das hier so denken. Ich glaube aber, hier sind ein bisschen Gelbtöne drin. Um sicher zu gehen, mache ich eine Anpassungsebene HSL und ziehe die Sättigung runter. Und tatsächlich, das Bild war gar nicht ganz Schwarz-Weiß. Jetzt haben wir ein Schwarz-Weiß-Bild und das wäre die Basis. Würde man das jetzt nicht machen, könnte es zu verfälschten Farbergebnissen führen. Wir sind jetzt völlig frei in der Wahl von Farben, wie wir das Ganze also gestalten wollen. Man könnte ein wenig Probleme mit den Hauttönen bekommen, dort die richtige Farbe zu treffen. Da kann man sich aber behelfen. Ich habe hier mal ein Bild mit vielen Hauttönen genommen und erstelle mir jetzt einfach eine Farbpalette. Bin hier bei Farbfeldern drin. Klicke dann auf dieses kleine Symbol hier oben rechts und sage, ich möchte eine Palette aus dem Dokument erstellen, und zwar als Programmpalette. Dann analysiert Affinity Photo das Bild nach Farben und erstellt eine Farbpalette mit den Farben. Die steht mir jetzt überall zur Verfügung, so auch hier. Ich werde hier zwei Methoden vorstellen, wie man das Ganze kolorieren kann. Fangen wir mit der ersten und leichteren Methode an. Ich erstelle eine neue Ebene hier drüber und da es jetzt viele Ebenen wären, nämlich immer eine Ebene pro Feld, was ich ausmale, benenne ich die mal gleich. Ich benenne das hier mal Jacke. Jetzt ist er wieder zurückgesprungen auf die falsche Farbpalette. Ich gehe wieder zurück auf meine eben erstellte Palette und sage, ich möchte jetzt beginnen mit der Farbe Rot. Ich wähle also einen Pinsel, wähle die Farbe Rot. Hohe Deckkraft, relativ weiche Kante, Fluss würde ich sagen, hier in diesem Bereich volle Pulle und kann jetzt einfach rübermalen. Man sieht, dass ich jetzt alles zumalen würde, das will ich natürlich nicht, also brauche ich nur den Blendmodus zu ändern. Ich habe mich entschieden für weiches Licht. Geht man jetzt mit dem Pinsel drauf, bekommt man eine Vorschau dessen, wie es aussehen würde. Also man kann hier auf verschiedene Arten arbeiten. Ich mache jetzt mal auf die Schnelle für das Tutorial, indem ich tatsächlich nur diesen Bereich ausmale. Man könnte natürlich auch vorher eine Auswahl erstellen und dann einfach diese Auswahl mit diesen Farben füllen. Ich zeige jetzt mal nur, wie hier das Prinzip ist, wie es eigentlich gehen würde. Das war es schon mit der Jacke. Ich zeige jetzt aber nochmal alternativ andere Blendmodi. Ich habe mich ja entschieden für weiches Licht. Es sind aber auch weitere möglich. Man kann es einfach mal ausprobieren. Also ineinander kopieren geht auch. Dann sind die Farben eben viel satter, was ich in diesem Bild in dem Fall nicht haben möchte. Und man kann auch Farbe nehmen. Das würde auch gehen. Also wie gesagt, probiert es bei euch aus. Jetzt komme ich zu der zweiten Methode. Und zwar ist das nämlich auch gleich das Schwierigste, die Hauttöne. Man könnte jetzt sich eine Farbe aussuchen und das in gleicher Art und Weise reinpinseln. Das möchte ich aber nicht machen, weil die Haut dann zu leblos aussehen würde. Dazu werde ich jetzt eine Anpassungsebene Verlaufsumsetzung erstellen. Man sieht gleich, Affinity Photo analysiert das Bild. Alles, was dunkel ist, wird rot eingefärbt, die Mitten grün, das helle blau. So, das können wir jetzt ändern. Ich nehme jetzt also diesen roten Farbpunkt, klicke drauf, klicke hier drauf und suche mir jetzt eine Farbe aus, die ich als dunkleren Hauttyp nehmen will. Also das restliche Bild interessiert mich jetzt gar nicht, ich gucke jetzt mal nur auf die Haut. Wir haben hier jetzt eine Pipette und damit kann ich mir aus der soeben erstellten Farbpalette einen Hautton raussuchen. Nehme ich mal, es geht ja zuerst um die dunklen, um einen dunklen Hautton. Ausgewählt. Jetzt nehme ich einen mittleren Farbton, mache das gleiche, muss jetzt natürlich eine Spur heller nehmen, aktiviere den und habe das. Und jetzt bin ich bei den hellen und den werde ich ersetzen mit einem entsprechend hellen Farbton. Jetzt sieht es natürlich auch hier wieder so nicht so aus, wie wir es haben wollen. Ich muss wieder den Blendmodus verstellen, aber diesmal nehme ich nicht weiches Licht, das wäre mir jetzt zu soft, sondern ich nehme ineinander kopieren.
Jetzt möchte ich die Einfärbung ja nur auf die Haut haben und nicht auf den Rest. Deshalb gehe ich nochmal auf die Anpassungsebene, drücke Command und I für Invertieren, nehme mir einen weißen Pinsel und male jetzt diese Farben hier rein. So, da müsste man natürlich ordentlich mit vorgehen. Ich mache das jetzt mal schnell für das Video. Aber ich zeige auf jeden Fall mal gleich, was hier die weitere Schwierigkeit darstellt. Ich mache erstmal auch hier wild rüber, das werde ich gleich korrigieren. Und zwar, wenn ich an Bereiche komme, wo überlappende Farben nachher sein werden, dann verringere ich einfach den Fluss. Und das ist hier insbesondere in diesen Bereichen der Fall. Nun habe ich ja hier gerade über die Lippen gemalt. Auch ab und zu wird man mal aus Versehen über Bereiche malen, die man eigentlich nicht bemalen will. Kein Problem. Ich wähle mir hier oben die Farbe Schwarz wieder aus und maskiere das somit einfach wieder raus. Denn die Lippen sollen dann nachher eine andere Farbe bekommen. Das kann ich ja gleich mal machen. Dazu eine neue Pixelebene, die nenne ich dann Lippen und suche mir eine Farbe raus. Hier mal ein sattes Rot, wechsle natürlich wieder auf weiches Licht und färbe mir hier die Lippen ein. Auch das will man eigentlich ordentlicher machen. Wem jetzt das Rot zu doll ist oder grundsätzlich mal eine Farbe wählt, die dann zu knackig ist, kann man einfach wieder ein bisschen die Deckkraft verringern, zu einem Punkt, wo man sagt, wo es einem gefällt. So, jetzt nochmal zurück zu den Hauttönen. Ich habe ja gesagt, dass man hier ganz gerne mit der Verlaufsumsetzung arbeiten kann, damit man auch verschiedene Hauttöne darstellen kann. Bei dem Bildbeispiel, was ich gewählt habe, funktioniert es aber nicht richtig, weil es ja hier so ein Vintage-Bild ist. Bei normalen Bildern wird es schon funktionieren. Aber man kann sich hier auch helfen. Und zwar lege ich jetzt eine neue Ebene darüber an. Ich nenne die mal Rötung. Also grundsätzlich ist es sinnvoll, jede Ebene sich irgendwie zu benennen und die eigentlich auch zu gruppieren. In dem Fall habe ich ja zwei Personen. Ich gruppiere die jetzt mal mit der Gruppe Frau. Also wie gesagt, ich möchte jetzt ein bisschen die Haut röten, damit sie nicht so leblos aussieht. Dazu nehme ich mir einen roten Pinsel, gehe wieder auf weiches Licht. Aber jetzt wäre das natürlich viel zu doll, wenn ich das so mache. Ich nehme die maximale Weichheit, eine ganz geringe Deckkraft, die irgendwo vielleicht, muss man probieren, so bei 15-20% liegt. Und das gleiche mache ich mit dem Fluss. Und dann kann man nämlich ganz behutsam in Bereichen, die eigentlich ein bisschen Farbe haben, wie das Kinn, wie die Nase, behutsam immer wieder ein Stück rüberfahren, solange bis man meint, man hat die richtigen Farben drin. Also hier würde ich ein bisschen, ich habe jetzt mal, um einen schnellen Effekt zu erzielen, die Deckkraft erhöht. Das würde ich jetzt im normalen Modus eher nicht machen. Ich will hier nur mal zeigen, wie man so ein bisschen mehr Lebhaftigkeit reinbekommen kann. Nun zeige ich nochmal, wie man das mit den Augen macht, wie man die Augen einfärbt. Wieder eine neue Pixelebene, die nenne ich Augen. Wir haben ja hier auch eine Farbe selektiert. Wollen wir mal gucken, ob die funktioniert. Was so ein leichtes Blaugrau ist. Jetzt muss ich natürlich wieder auf volle Deckkraft gehen. Gehe jetzt hier mal in diesen Bereich ran. Und eigentlich sieht die Farbe für die Augen ganz gut aus. Ja, auf weiches Licht gehen. Und schon haben wir die Iris eingefärbt. Was aber auch hier wieder ist, die Augen wirken jetzt zu leblos, weil sie hier nur schwarz-weiß sind. Also auch hier würde ich jetzt wieder Folgendes machen, würde mir wieder dieses Rot nehmen, würde auch hier wieder ein klein wenig Farbe, also jeder hat ja so leicht gerötete Augen. Der ist jetzt zu doll für das Video und nur um schnell einen Effekt zu zeigen, würde jetzt hier ein klein bisschen an den Rändern Rot einmalen. Zuletzt zeige ich mal noch die Haare zu einer neuen Ebene, die ich Haare nenne.
Da suche ich mir mal so ein Braun aus, gehe wieder mit der Deckkraft hoch, bleibe weich und lasse den Fluss niedrig. Und dann fahre ich auch hier einfach wieder rüber, natürlich Blendenmodus wieder anpassen, fahre hier rüber. An sich ganz leicht. Was ein bisschen schwierig ist in dem Fall, sind, dass so viele einzelne Haare hier sind. So, da kann man sich jetzt nämlich dann ein bisschen Mühe geben und mit einem entsprechend kleinen, weichen Pinsel, geringen Fluss, die hier nachzuzeichnen. Ich gehe auch mit der Deckkraft noch runter. Und dann kann man auf diese Art und Weise auch die kleinen Haare mitnehmen. Und so arbeite ich mich Bereich für Bereich vor. Ich möchte euch nicht jetzt damit langweilen, wie ich das ganze Bild ausmale. Ich zeige euch nur im Schnelldurchlauf und dann zu welchem Ergebnis ihr denn kommen würdet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Affinity Jack.